Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben im letzten Part den Erzmagier getroffen, mehr oder weniger. Der war nämlich nicht da. In Wirklichkeit war es der gute Munculus in Verkleidung. Und ich sehe jetzt schon zwei neue Mitstreiter. Bei den Göttern. Das ist eine Orkfrau. Hier, in der Stadt der Menschen. Und sie hat einen von ihnen gefangen genommen. Ich muss der Stadtwache Bescheid geben. Und Meister Markus. Gemeinsam müssen wir kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut und... Ich kann dich hören. Bleib da stehen. Ich bin ein Magier. Das sehe ich. Ein gefährlicher Kampfmagier. Das wage ich wiederum zu bezweifeln. Wer bist du? Was willst du hier und wie bist du hierher gekommen? Eine Menge Fragen. Warum sollte ich sie dir beantworten? Ihr Name ist Elizabeth. Sie ist für die jährliche Schönheitskonkurrenz hergekommen. Und gebracht hat sie ein goldener Pegasus namens Bob. Hä? War das jetzt ironisch oder sarkastisch oder wie auch immer? Ein Pegasus ist immer weiß und heißt nie Bob. Sie sieht gar nicht wie eine Schönheitskönigin aus. Hallo Elisabeth, mein Name ist Wilbur. Schön, dich kennenzulernen, Elisabeth. Mein Name ist Wilbur. Ich bin eine Kopfgeldjägerin und nur auf der Durchreise. Dürfen Kopfgeldjägerinnen denn hier einfach anlegen? Allerdings. Kopfgeldjäger und Händler sind in diesem Krieg neutral. Die Kopfgeldjäger wollte nur niemand haben. Ich warte nur auf Jorge mit meinem Proviant, dann bin ich wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber dieses Flugschiff könnte exakt das sein, was ich für meine Expedition brauche. Mit wem hast du gerade gesprochen? Mit niemandem. Mit der höheren Macht. Wer sind sie, wenn ich fragen darf? Wohin bringen sie ihre Gefangenen? Ich muss noch etwas machen. Wohin wollen sie denn ihre Gefangenen bringen? Das geht dich kaum etwas an, Zwerg. Sie wissen es. Und das ist genug. Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Richtig so. Lass sie nichts bieten. Verwandle sie in ein Schaf. Ich kann nur Kaninchen in so eine Art Schaf verwandeln. Toll. Das ist hilfreich. Schön. Ach, ich mag das, wenn die Leute sich so ein bisschen anpieksen. Es ist toll. Sie heißen also nicht Elizabeth? Man nennt mich Marsass. Oder wahlweise auch Zuckerschnute, die kühle Grüne oder auch einfach du da, junger Mann. Und sie ist eine lausige Kopfgeldjägerin. Stimmt. Ich fasse nur Volltrottel, die noch dümmer sind als ich. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Oh, das heißt, wir können uns hier noch weiter umschauen. Das ist ja sehr nice. Gucken wir erstmal, was wir hier noch alles haben. Ein großes Netz? Es könnte ein Fischernetz sein. Oder vielleicht auch ein Netz, in dem man Waren eingewickelt hat. Ja, nehmen wir mit. Was bist du? Ein aufgerolltes Seil. Man sieht ihm an, dass es schon oft benutzt wurde. Was glaubst du, was du da tust? Das ist mein Seil. Dein Seil? Es gehört zu Mary und damit ist es mein Seil. Vielleicht hast du es noch nicht ganz verstanden. Das Schiff gehört dir nicht mehr. Es gehört jetzt mir. Nur über meine Leiche. Eben. Wem auch immer das Seil gehört, mir gehört es nicht. Entschuldigung. Okay, da kommen wir nicht so einfach ran. Da muss auch wieder irgendein Ablenkungsmanöver gestartet werden. Huhu! Hi. Ich bin Wilbur. Wer sind Sie? Jemand mit einem kleinen Problem, wie du siehst. Könntest du mir einen Gefallen tun und der grünen Lady dort eins über den Schädel ziehen? Komm schon, Nate. Ich tue hier nur meinen Job. Dummerweise wird mir das den Hals kosten, oder? Anzunehmen. Sind Sie ein Pirat oder so etwas? Nein. Ja. Das wird mir manchmal unterstellt, aber ich bin ebenso wenig Pirat, wie Marsass hier eine Balletttänzerin ist. Ich bin Kapitän dieses stolzen Schiffs, der Mary. Ich bin freiberuflicher Schatzsucher. Ein Betrüger bist du! Und du bist eine fürchterliche Balletttänzerin. Ich mag Ballett. Toll, ich mag Züge. Sie suchen professionell Schätze? Dann kennen Sie sich mit untergegangenen Tempeln und so aus? Natürlich. Ich habe alle Himmel bereist. Bin ans Ende der Welt gefahren, habe gegen die Zyklopen gekämpft.
und Dinge gesehen, die man lieber nicht sehen möchte. Masasje zum Beispiel. Mal angenommen, ich müsste zu einer bestimmten Insel und würde Ihnen die Insel auf einer Karte zeigen. Könnten Sie mich dorthin bringen? Abgesehen davon, dass ich in einem Käfig sitze, sicherlich. Dann müssen wir Sie befreien. Ich bin auch noch hier. Was hat das damit zu tun? Bis bald. Mach's gut, Kurzer. Köstlich, köstlich, schön. Captain Nate ist ein Schatzsucher und hat sein eigenes Schiff. Einer wie er könnte genau richtig für mein Team sein. Aber wie komme ich an der Orkfrau vorbei? Und das auch noch ganz alleine? Ja, was haben wir hier noch? Ich habe so ein Wesen noch nie gesehen. Es hat Ähnlichkeit mit diesem Dämon aus dem Wirtshaus. Vielleicht ist es aber auch nur ein Tier. Es könnte so eine Art Otter sein. Ein Stachelotter. Stachelotter? Na, nicht wirklich. Als Bergbewohner kenne ich mich mit Schiffen nicht so aus. Aber das nennt man ein Ding. Ah. Ich weiß nicht, wofür das Rohr gut ist. Aber es hat etwas mit Luftschiffen zu tun. Als Bergbewohner kenne ich mich... Okay, wird also auch wichtig sein. Eventuell brauchen wir dafür das Seil. Oder das Netz? Nee. Halt, irgendwas... Hier. Alles schön und gut. Aber solange die Kopfgeldjägerin da steht, kann ich das vergessen. Ja, die muss abgelenkt werden. Irgendwie. Ein Transportballen. Sieht schwer aus. Vielleicht gepresste Baumwolle oder so etwas. Ein Transport... Wird also auch gebraucht. Eventuell können wir sie damit kaputt machen. Über Bord schieben. Unter der Planke geht's ein gutes Stück abwärts. Ich würde mich da nicht draufstellen. Ich kann mit der Planke nichts anstellen, solange die Kopfgeldjägerin auf ihr steht. Ja, das ist richtig. Wir gucken erstmal weiter. Seil. Hier haben wir noch... Das war aber nun wirklich Pech, das kann sie mir nicht in die Schuhe schieben. Nein, natürlich nicht. Der Schatz ist einfach davongeflogen. Was sollte ich denn tun? Da war eine ganze Herde von diesen Rindviechern und irgendetwas muss ich dem Taurenhäuptling doch geben. Vielleicht hättest du dich nicht in ihrem heiligen Teich erleichtern sollen. Da stand kein Schild. Wer soll ich denn wissen, dass ich da dieses alles schön und gut spiegelt, wenn... Ach, egal. Ich an deren Stelle hätte dich gleich aufgeknüpft. Das kannst du ja jetzt haben. Glaubst du kommst so leicht davon? Das geht nicht. Die Kopfgeldjägerin würde es bemerken. Ah, sehr schön gemacht. Wir gucken uns erstmal das hier an. Schon beeindruckend, was wir Magier so alles können. Mein Orden und ich. Mein Orden und ich. Wie man wohl auf die Inseln kommt. Vielleicht können sich einige Magier teleportieren. Oder sie können richtig gut klettern. Ich glaube nicht, dass die das machen. Das ist, sehr interessant. Ja, interessant ist der gute Freund von Scheiße. Ich weiß nicht, was das im Brunnen darstellen soll, aber ich hoffe, mir wird so etwas niemals begegnen. Ja, das hoffe ich auch nicht. Hier geht's auch noch weiter. Der Balken trägt dieses kleine Dach. Er sieht sehr stabil aus. Der Balken trägt... Ah, mit dem Balken ist auch noch irgendwas. Aber wir haben keine Säge oder sowas mehr dabei. Wir hätten noch den Stärkungstrank. Aber den können wir im Moment niemandem geben. Mächtiges magisches Amulett. Das kann auch nirgendwo verwendet werden. Also, wir könnten höchstens das Seil über das Rohr da schwingen, über den Balken. Aber das dürfte die Alte nicht mitbekommen. Gehe in die untere Stadt, betritt den Magierturm. Da gucken wir uns nochmal um. Was haben wir denn noch Schönes? Das ist das vermutlich dickste Buch, das ich jemals gesehen habe. Encyclopaedia Fantastica steht hier. Fantastisches Grundwissen in einem Band. Hui. Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten überhaupt nichts geschrieben steht.
So wenig interessant ist unsere Welt nun auch nicht. Nee, normal nicht. Das Seltsame ist... Aber das wird auch nochmal wichtig. Vielleicht müssen wir irgendwas herausfinden. Und dann da drin rumschlettern, genau, blättern. Das nenne ich Magie. Fantastisch! Ja. Eine riesige Karte des gesamten Landes. Und ich habe bisher erst einen winzigen Winkel davon gesehen. Reicht ja auch. Auf der Landkarte gibt es eine Menge kleiner, namenloser Inseln. Und eine davon ist die Insel Sordia, auf der das Artefakt des Schicksals versteckt ist. Nur welche? Eine riesige Karte... Okay. Karte an der Wand haben wir auch. Der Sessel ist nicht wichtig, aber die Pflanze. Die Blume schwebt vor mir weg. Vielleicht ist sie schüchtern. Ja. Schwebende Möbel sind praktisch, wenn man den Fußboden wischen will. Das ist auch wieder wahr. Damit habe ich auch oftmals ein Problem, dass man immer alles erst hochstellen muss. Seltsame Idee, eine Landkarte auf eine Kugel zu spannen. Wie soll man sie so benutzen? Tja, das frage ich mich auch oft. Was man nicht im Kopf hat, muss man in Büchern haben, sagt Papa immer. Ich hätte geglaubt, dass es hier mehr Bücher gibt. Kein Wunder, dass der Erzmagier fortgegangen ist, um woanders Informationen zur Insel zu suchen. Ja, ich stelle mir so eine Magierbibliothek auch immer voll mit Büchern voll vor, mit ganz vielen Regalen und Schränken und allem drum und dran, aber hier ist ja nichts. Hui, ich habe keine Ahnung, was diese Kugeln darstellen sollen, aber es ist wunderschön. Du musst das auch nicht wissen, kleiner Wilbur. Das ist ein Teleskop. Opa hat auch eins. Die Frage bleibt, ist es ein Meisterwerk der Technik oder der Magie? Oder von beidem? Ja, gute Frage. Eigentlich der Astrologie. Ich glaube in dem Sinne Alchemie? Wie kommt der Erzmagier wohl dort hoch? Vielleicht hat er einen schwebenden Stuhl. Ich schätze mal, der muss gar nicht so hoch, denn du bist ja nur klein. Aber mehr haben wir hier wirklich nicht. Das ist schon sehr eigenartig. Nur die Karte, die Enzyklopädie... Dann war's das. Ja. Also, was war hier noch? Jetzt was verpasst? Hier. Da oben auf dem Schrank liegt etwas. Es sind irgendwelche Papiere. Vielleicht Landkarten. Das ist zu hoch. Da komme ich nicht dran. Oh, wir brauchen irgendwas. Warte mal. Wir brauchen irgendwas. Nee, so geht's nicht. Um da ranzukommen. Irgendwas, was wir dorthin stellen können. Eventuell die gepresste Baumwolle. Okay, gehen wir nochmal in die untere Stadt. Was ist hier? So ein Ding hat auch Herr Schildträger unten am Tor. Ich schätze, früher liefen hier Dutzende Wächter durch die Stadt. Eine helle Bade. Ich bin Magier, kein Kämpfer. Und selbst wenn, ich könnte das Ding wohl höchstens als Lanze verwenden. Ja, na immerhin. Aber hier müsste soweit eigentlich auch alles durch sein. Wir können höchstens noch ins Magierhaus. Ja, und natürlich den Transportballen beobachten, genauso wie unsere Freunde hier. Nein, wir gehen weiter. In die Stadt. Aber ich kann sie trotzdem nicht nach oben lassen, meine Liebste. Ich sage es noch einmal. Ich muss dem Erzmagier ein Buch geben. Es ist wichtig. Ich weiß nichts von einem Buch. Und glauben Sie mir... Was der Erzmagier zurzeit tut, ist viel wichtiger als Ihr albernes Buch. Aber... Ende der Diskussion. Nur Diplom-Magier oder Leute mit einer Einladung des Erzmagiers dürfen in den Turm. Und, um genau zu sein, momentan noch nicht einmal die. Tut mir leid. Das ist doch schön. Ivo ist endlich da. Hallo. Hi. Du bist eine Elfe, oder? Ja. Und du bist, so eine Art Waldkobold? Ich bin ein Gnom. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz, mein Name. Du bist Magier? Mit Diplom. Dann darfst du rauf in die obere Stadt und in den Magierturm? Ich komme gerade von dort. Kannst du mich dorthin raufbringen? Ach, würde ich ja zu gerne. Wer sind sie? Wer sind sie?
Mein Name ist Ivodora Eleonora Clarissa, Prinzessin vom Silberwaldreich. Ja? Ui, ihr seid wirklich eine Prinzessin, Frau vom Silberwaldreich? Nenn mich Ivo. Der da heißt Cheep Cheep. Cheep Cheep. Was wollen Sie vom Erzmagier? Ich habe zufällig gehört, wie Sie mit der Stadtwache über ein Buch gesprochen haben. Wollen Sie das zum Erzmagier bringen? Ich muss. Es ist sehr wichtig. Kann es sein, dass Sie dieses Buch aus dem Geheimkeller eines Gremlins haben? Eines Gremlins, der kurz zuvor über dem Weißkammgebirge abgeworfen wurde? Raus aus meinen Gedanken, Magier! Sie haben mir den Professor beinahe auf den Kopf fallen lassen. Er hat mich mit einer geheimen Nachricht hierher zum Erzmagier geschickt. Konntest du ihm die Nachricht bringen? Ja, konnte ich. Sie war sehr beunruhigend. Warum? Aber ist auch egal. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. Ja, der Gremlin meinte etwas in der Richtung. Er war sehr besorgt. Er hat allen Grund dazu. Der Erzmagier ist fort. Er versucht herauszufinden, wo genau das Artefakt versteckt ist. Und ich soll es dann holen. Heimlich, still und leise. Zusammen mit zwei Freunden. Aber hier in diesem Buch steht, wo das Artefakt zu finden ist. Nur weiß das der Erzmagier leider nicht. Na klasse. Diese ganze Geschichte ist zu groß für einen Gnom. Ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ich sollte zu Hause im Elfenhain sein und mir die ewigen Monologe von Onkel Ignazio anhören. Ich bekomme so schon genug Ärger. Aber verstehen Sie nicht? In dem Buch steht, wo ein Artefakt mit göttlicher Macht versteckt ist. Der Erzmagier sucht gerade genau nach diesen Informationen. Dann nimm das Buch und warte hier auf ihn. Und wenn die Schatten schneller sind als wir? Was, wenn sie die Informationen aus dem alten Gremlin herausgepresst haben, bevor der Erzmagier zurück ist? Ja, was ist dann? Sollen wir allein gegen die Schattenarmee kämpfen? Worum geht es hier überhaupt? Was will die Schattenarmee in die Finger bekommen? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie wäre es damit? Ich bringe Sie irgendwie hinauf zum Magierturm. Dort zeige ich Ihnen die Nachricht des Professors und... Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Abgemacht. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie mit der Stadtwache reden. Aber um, ja, von der eine Erlaubnis zu bekommen, müssen wir ihr wohl irgendwas geben, um sie zu bestechen. Da geht's in die obere Stadt. Der Krämer ist weg. Oder? Ja, der ist definitiv weg. Und hier ist nichts mehr, was von Bedeutung ist. Das haben wir alles schon abgeklappert. Dann reden wir mal mit der Stadtwache. Willkommen, Meister Wilbur. Ja. Herr Schildträger, ich muss darauf bestehen, dass Sie der jungen Elfe dort drüben den Zutritt zur oberen Stadt gewähren. Nö. Aber es geht um das Ding. Was für ein Ding? Das Ding, über das wir mit dem Erzmagier gesprochen haben. Das wichtige Ding. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Und wenn dem so gewesen wäre, dann wäre uns verboten worden, darüber zu sprechen. Und es hätte sicherlich eine glasklare Anweisung gegeben, niemanden in die obere Stadt zu lassen. Aber... Egal aus welchem Grund. Haben wir uns verstanden? Ich, als Diplom-Magier, muss mich nun leider verabschieden. Sehr wohl, Meister Wilbur. Ach, das wird nicht so einfach und genau das habe ich mir auch gedacht. Also wir werden uns irgendeinen Weg einfallen lassen im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich.